Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, ich glaube, ich mache echt einen Poster von der Karte, wenn ich die mal aufgedeckt sehe. Boah, könntest du hier... Boah, das geht. Ja, komm, komm, komm. Ja, super. Perfekt. Ich muss irgendwie... Ich wette, da ist überall noch Wasser zwischen und so. Ja, ist natürlich. Boah, das ist... Der ist jetzt ungefähr 300 Meter zurückgerutscht. 300 Meter, mindestens. Sag mal, ich war eben da oben. Ja, ach komm, ich gehe hier wieder unten lang. Also, das hat alles keinen Sinn. Also, das ist ja eine sehr eigenartige Insel. Boah, das ist ja unglaublich. Man kommt ja einfach, wenn man dem Weg nicht entlang, dem Weg folgt, dann hat man eigentlich schon verloren. Ich versuch's nochmal. Hey, hey, hey. Kein Wunder, dass die immer dopen bei der Tour de France und so, also bei solchen Bergen. Hey, hey, hey. Das ist nicht wahr. Ich bin gestorben. Ich habe sogar geladen. Er ist ja schon wieder. Ich sollte einfach mal den Wegen öfters folgen, aber ich weiß es nicht. Also, irgendwie gehe ich immer den falschen Weg. So, Nordosten. Ja, klar, das ist irgendwo da. Hä, Nordosten ist da, aber da ist ja gar nichts. So, da hinten möchte ich hin. Gerne. So, ich hör's mich jetzt wirklich. Ich muss mich jetzt einfach mal hier runterstürzen. Sonst komme ich nie an. Das sieht einfach auch gut aus. Oh ja, ich bin schon fast da. Ich wette, so am Ende bleibe ich dann vor der Pflanze so liegen. Ach, da ist sie ja. Das war ja einfach. Oh, immer dieses Piepsen. Okay. Kann man, ist das eigentlich eine offizielle Fortbewegungsmethode oder Purzelbaum oder geht das nicht? Hm. Ach ja, ach ja, ach ja. Ab und zu mal abbremsen und die Handbremse benutzen. Ja, das Problem ist einfach, ich versuche auch immer strikt dann in die Richtung zu gehen. Das geht natürlich nicht. Ich muss einfach, muss halt immer drumrum gehen. So, jetzt müssen wir mal was trinken. Vielleicht können wir dann unsere Krankheit, unser Fieber ein bisschen senken. Auf Dauer. Also temporär eigentlich. So, da hinten müssen wir hin. Der Kompass, der ist total nichtsnutz. Also der ist total sinnlos in diesen Momenten. Weil ihr seht, hier ist überall Wasser zwischen den Einzelnen. Es sind keine einzelnen Inseln, das gehört alles zusammen. Aber es gibt trotzdem irgendwie einzelne Inseln, die dann halt die ganze Insel komplettieren, zusammen bilden. Das ist halt echt schwer. So. Boah, ist das eine Insel. Da hinten soll ich jetzt hin, aber das ist doch... Da ist doch Nord. Boah, ich bin total verwirrt, total verwirrt. Eieiei. Eieiei. Bin ich denn jetzt eben ertrunken? Oder ich weiß gar nicht, ich habe ja auch eine... Oh, jetzt bin ich schon wieder an dem Feld, wo ich nicht hochkomme. Oh.
Oh, heute geht's. Die Errungenschaft oder Herausforderung, wie auch immer. Achievement, das ich eben bekommen habe. Bin ich da jetzt eben ertrunken? Weil der meint ja irgendwas von 30 Minuten warten oder so. Oder keine 30 Minuten warten, nachdem man Fieber bekommen hat. Oder bin ich einfach nochmal ertrunken? Weiß es nicht. Ja. Wir müssen ja unsere Hütte wiederkommen. Habe ich schon mal gesagt, dass wir hier öfters vorbeilaufen? Wir laufen jetzt so strikt an der Küste entlang. Auch wenn das echt schwer ist. So. Gespeichert habe ich. Ja, dann schlafe ich jetzt noch, weil es hat ja alles keinen Sinn. Warum atmet der immer noch so schwer? Der schläft doch. Ich schlafe ja nachts auch nicht so. Ach komm, ich schlafe jetzt dreimal, dann ist er so ausgeschlafen. Nicht, dass er tot wieder aufwacht. Das wäre extrem blöd. Oh, jetzt pisst das draußen schon wieder. Hey. Ich bin echt langsam gelaufen. Gibt es hier keine Nicht-Stolper-Funktion, eine G-Funktion, dass man hier gehen kann? Oder kann er sich zwei Stöcke mitnehmen, damit er nicht dauernd über seine eigenen Füße fällt? Hey. Guck mal, hier stolpert er ja auch jetzt nicht. Das geht ja jetzt auch noch. So, hier waren wir auch schon. So, wir laufen jetzt wirklich mit dem linken Fuß im Wasser und mit dem rechten auf Land. Ungefähr. Wir könnten uns so eine schöne Hütte aus so dem Farn und den Blättern da und so. Natürlich. Boah, ist ja gerade langsam. Nein. So, wir nehmen mal wieder Fahrt auf. Kann man eigentlich ganz gut, weil der Boden hier sehr eben ist. Ja, wo ist die denn? Die ist genau hinter uns. Wow! Das sieht extrem kacke aus für uns. Wir laufen übrigens genau den gleichen Weg wieder. Wie vorhin. Hallo? Nicht, dass es regnet, dunkel ist. Nein, auch die Bestie ist wieder mit von der Partie. Ja, das war's dann. Ich kann einfach nicht schneller laufen. Boah, das hat sich jetzt aber auch gut angehört. Einfach mal voll auf den Typen drauf. Ist das vielleicht die Pflanze, die wir suchen? Oh ja, eine Pflanze. Mann. Dafür haben wir immer noch Zeit. Oh, was soll ich denn machen? Ich krieg die nicht abgehangen. Ja, das war's dann mal wieder. Das ist... Tja. Was soll ich da jetzt noch zu sagen? Ich glaube, ich bestelle mir bei... bei eBay ein GPS. Oh, die Kreatur taucht immer dann auf, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Ah, ich will einen Helikopter oder irgend sowas. So ein Helipack. Alter, wie kannst du denn auf ebenem Grund einfach jedes Mal stolpern? Boah, mach doch mal deine Schnürriemen zu. Oder nimm Klettverschlussschuhe. Ah.
Eieiei. Du bist auch völlig falsch angezogen für so einen Trip auf die Insel. Die Insel. Boah, das ist Far Cry 3 ein Scheiß gegen das Spiel. Alter. Ey, ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? An der gleichen Stelle ungefähr. Wenn ich mich jetzt irgendwo hinhocke, die findet mich trotzdem. Die weiß genau, wo wir sind. Wenn ich mich jetzt hier hinhocke. Vor allem, wie soll man weglaufen vor dem Viech? Wo bin ich? Wo bin ich denn? Ah, hier. Boy. Komm. Boah, die ist aggressiver geworden. 100 Pro. Fuck. Fuck. Nein. Ja, Wall One. Ich sehe gar nichts anderes mehr. Aber wie soll ich denn weglaufen, wenn ich nicht laufen kann? Boah, das Spiel verlangt echt alles von mir ab. Vor allem hier kann ich auch gar nicht, das bringt gar nichts, die abzuhängen, abhängen zu wollen hier. Mir fallen keine Worte mehr ein, tut mir leid. Nur ein Schlag, dann sind wir weg. Dann war's das, dann kommen wir in den ewigen... Ja, das war das zweite Mal und der dritte Streich folgt zugleich. Eieiei. Mir fällt echt nichts mehr ein. Ich weiß es nicht. Aber das Spiel ist schon... Oh, das ist schon ein richtiges Spiel. Also, Also, Spielspaß und Spannung, ja? Für die ganze Familie. Vor allem für den Oppis, der sich gern mal hinlegt und eine Runde schläft. Warte, aber das war eben, das war an der gleichen Stelle, wo die Bestie aufgetaucht ist. Das war jetzt schon, als wenn das ein Trigger gewesen wäre, der da gelegen hätte, über den wir gestolpert wären. So als Auslöser für eine Sequenz. Das gibt's nicht. Die kommt jedes Mal an der gleichen Stelle jetzt. Das ist unglaublich. Ich kann die einfach nicht mehr abhängen hier. Dann stolpert der wieder. Ja, Mitleid mit mir. Bitte, ein bisschen Mitleid mit mir. Komm mal hier hinter uns, hinter dem Fels verstecken. So, jetzt gehen wir hier in die Richtung. Das bringt ja alles nichts. Boah. Aber die war am Anfang nicht so heftig drauf, dass... Ist es vielleicht, weil wir jetzt so viele Tage schon... Ne? Das kann natürlich sein, dass sie jetzt wirklich aggressiver geworden ist. Aber ich dachte, wir sterben durch dieses blöde Gift. Aber doch nicht dadurch, dass wir von der Katze die ganze Zeit verspeist werden. So, unsere Slalom-Taktik können wir hier im Wald natürlich wieder besser ausleben. Nein! Oh, geil. Danke, Baum. Das war's gut bei mir.